Hi, ich bin der Johannes Aufricht und wir haben heute zusammen das Vergnügen, die Scheurebe zu trinken. Ich war bis eben im Weinberg unterwegs. Wir kratzen heute an der 30-Grad-Marke und da brauchen wir was Erfrischendes im Glas. Und da kommt die Scheurebe ins Spiel. Das Ganze hat nur 12 Volumenprozent, super zackig und erfrischend, wächst auf fast 500 Höhenmetern. Da wird es nachts richtig kühl und tagsüber nicht so heiß. Deswegen der niedrige Alkohol. Jetzt müssen wir den Korken herausoperieren. So, dann können wir kurz auf den See schauen. Ein Motorboot fährt vorbei in der Ferne. So, es wird Zeit, was einzuschenken. Riechen wir mal rein in die Scheurebe. Das riecht super mentholig, minzig. Eine super intensive, erfrischende Brennnesselnote, wie ich finde. Und erst dann kommt eine ganz zarte Stachelbeere, die aber eher an einheimischen Fruchtkorb erinnert und ist nicht so exotisch. Das Ganze ist super unaufdringlich und erfrischend. Eine Empfehlung bei 30 Grad. Viel Vergnügen.